Wie Eurostat vor wenigen Tagen mitteilte, bleibt die Inflation im Euroraum unverändert bei 0,5%. Doch für viele EZB-Banker ist das immer noch viel zu wenig. Aber weshalb eigentlich? Genau diese Fragen wollen wir heute klären mit Anne Sand von der Vermögensverwaltung Sand und Schott hier aus Stuttgart. Herr Sand, der Inflationszielwert der EZB liegt aktuell bei 2,0%. Weshalb eigentlich? Ja, also wenn man es ganz genau nimmt, liegt er nicht bei 2%, sondern es heißt unter 2%, aber nahe an 2%. Und das liegt daran, dass Inflation im Allgemeinen überschätzt wird. Das mag jetzt etwas komisch klingen, aber die wird ja gemessen durch den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Und in diesem ist ja ein Warenkorb enthalten. Und wir Menschen, wenn Äpfel jetzt teurer werden, dann switchen wir um zu Orangen. Und dieser Effekt, der findet dort nur verzögert statt, sodass die gemessene Inflation eigentlich immer höher ist als die tatsächliche Inflation. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ein Inflationsziel von 2% eröffnet natürlich der EZB auch einen Spielraum. Man ist nicht gleich in der bösen Deflation, wenn man irgendwelche Fiskalmaßnahmen entsprechend ergreift. Sollte nun, wie oftmals gefordert, die EZB weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen ergreifen, besteht da nicht irgendwann die Gefahr, dass wir eine Art Catch-up-Inflation sehen? Also zum einen steigen ja die Vermögenspreise, also Häuser, Aktien, Anleihen, schon seit geraumer Zeit. Zum anderen ist es so, dass Studien auch nachgewiesen haben, dass eine Inflation von bis zu 10% für die Wirtschaft gar nicht schädlich ist. Wir rechnen nicht mit einer Catch-up-Inflation, also mit einer schnell ansteigenden Inflation, all dieweil Kreditraten weiterhin rückläufig sind. Das heißt, die Unternehmen investieren nicht, werden Kredite zurückgeführt, Wachstum ist nicht da. Es deutet im Moment eigentlich alles eher Richtung Inflation als Richtung Deflation als Richtung Inflation. Das einzige Problem könnte entstehen, wenn der Euro durch die Maßnahmen der EZB schwächer wird, dass wir durch die Importpreise, die ja dann steigen würden, eine importierte Inflation haben. Das ist im Moment aber auch nicht sichtbar. Sollte dennoch in den kommenden Monaten, warum auch immer am Ende des Tages, der Teuerungsdruck dramatisch zunehmen. Von einem solchen Umstand profitiert normalerweise der Goldpreis. Derzeit ist beim Gold eher etwas die Luft raus. Wie würden Sie die weiteren Aussichten für den Goldpreis bewerten? Also der Goldpreis hat sich ja jetzt so in den letzten Wochen so um die 1300 US-Dollar pro Unze stabilisiert. Im Allgemeinen ist es nicht so, dass der Goldpreis auf leicht steigende Inflation anspringt, sondern eher eine Wette ist auf eine Hyperinflation. Die Sommermonate sind im Allgemeinen gute Investitionsmonate. Im Herbst steigen die Preise häufig aufgrund saisonaler Effekte, Hochzeitssaison in Indien beispielsweise. Ich würde aber nicht mit großen und kurzfristigen Kursgewinnen rechnen wollen. Gold ist kein Geheimtipp mehr und sehr viele Investoren sind natürlich bei deutlich höheren Preisen eingestiegen und sind nun sehr enttäuscht von der Entwicklung. Viele Analysten sehen das offenbar ähnlich wie Sie und setzen eher auf Goldminenaktien. Sollten Anleger, die eben auf einen eventuellen Anstieg des Goldpreises hoffen, eher derzeit in Goldminenaktien investieren? Also Goldminen hatten ja seit Jahresanfang schon einen sehr erklecklichen Lauf von plus 25, plus 30%, je nachdem, wie man rechnet. Goldminen sind eine gehebelte Wette auf den Goldpreis. Das heißt, die Risiken, die Volatilitäten sind hier noch deutlich höher. Die Bewertung ist nicht mehr ganz billig aufgrund des Kursgewinnes, aber immer noch vergleichsweise attraktiv. Man könnte hier schon eine Position aufbauen. Allerdings würde die nur dann laufen, wenn der Goldpreis eben dann auch tatsächlich ansteigt, was wir, wie gesagt, nicht prognostizieren können. Anne Sand von der Vermögensverwaltung Sand und Schott hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.